Ich bin die Tamara Dauer, ich bin jetzt fast 40 Jahre alt, bin seit fast 20 Jahren bei der Firma Wirth beschäftigt. Ich habe angefangen beim Panorama Catering in Gaisbach, bin dann für 4 Jahre ins Lager gewechselt an die Sortieranlage, bin dann aus privaten Gründen 2005 in die Pfalz gezogen, habe dort 2006 nach einer halbjährigen Einlernzeit die Niederlassung Landau mit eröffnet, in der ich noch bis heute gerne beschäftigt bin. Ich bin Mitbegründerin vom Wahlausschuss und ich werde mich auch für den Betriebsrat aufstellen lassen. Warum mache ich das? Es gibt einen Grund, was mir besonders am Herzen liegt, und zwar, ich möchte, dass die Kommunikation und vor allem der Umgang zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer besser wird. Unser Vertrauensrat hat da in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet, aber ich bin mir sicher, wir können da noch einige Schippe draufpacken. Das Motto von Wirth ist ja, 100% sind besser als 99%. Ich freue mich auf euch. Viele Grüße. Ciao. Mein Name ist Andreas Neudert. Ich bin seit dem 1. März 2015 bei der Firma Wirth. Ich arbeite hier am Standort Rostock im VK-Einsatz VAT. Ich bin ein Mitinitiator zur Gründung eines Betriebsrates bei Wirth. Ich habe mich auch jetzt bereit erklärt, im Wahlvorstand mitzuarbeiten, damit wir ordentliche Wahlen durchführen können. Warum Betriebsrat? Ganz einfach, wir brauchen einen Betriebsrat, wir brauchen jemanden, der die Arbeitnehmerinteressen nicht nur wahrnimmt, sondern auch durchsetzt auf Grundlage des Betriebsverfassungsgesetzes. Dankeschön. Hallo, ich bin Jana Pulz, Verkäuferin am Telefon im VK1 am Standort Rostock der Adolf Wirth GmbH und Co. KG. Ich möchte für meine Kolleginnen und für mich Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, Vertrauen, Respekt, Loyalität, Empathie, mehr Achtsamkeit und Wertschätzung, welches uns das Arbeiten und das Miteinander in der Adolf Wirth GmbH und Co. KG einfacher und erfolgreicher werden lässt. Mein klares für Betriebsrat durch meine Erfahrungen in anderen Unternehmen, unter anderem auch als Betriebsratsmitglied, möchte ich jetzt dieses Wissen gerne den Mitarbeitern der Adolf Wirth GmbH und Co. KG zur Verfügung stellen. Hallo, liebe Kollegen. Daniel Hurlebaus, 39, Key Account Manager in Künzelsau. Es ist jetzt endlich soweit. Die Initiatoren werden zur Betriebsversammlung einladen. Damit dies formell korrekt passiert, schreiben wir den Arbeitgeber an, dass alle Arbeitnehmer informiert werden, dass auch in allen Arbeitsstätten intern und extern per Aushang informiert wird. Wir haben diese Transparenzoffensive gestartet. Wir wünschen uns, dass der Arbeitgeber, dass die Geschäftsleitung mit einer Vertrauensoffensive auf die Arbeitnehmer zugeht. Dies alles unter dem wachsamen Auge des Vertrauensrats, der über die Einhaltung der Gesetze und Regeln wacht. Wir möchten auf jeden Fall verhindern, dass dieser Wahlvorstand per Gerichtsbeschluss eingesetzt wird. Wir wollen ja gerade mehr Mitsprache, wir wollen ja mehr Demokratie und mehr Arbeitnehmerinteressen. Die ganze Kommunikation, die ganze Initiative war nur dafür da, um möglichst viele von euch teilhaben zu lassen und dass jeder von euch die Chance auch bekommt, diesen Wahlvorstand zu wählen. Kommt nach Künzelsau, bringt eure Fragen mit, eure Anregungen. Wir freuen uns auf euch. Wird eine sensationelle Veranstaltung. Wir sehen uns in Künzelsau und der Betriebsrat kommt.